Hallo! Im folgenden Video möchte ich euch ein paar Eindrücke aus meinem Tweeders-Projekt zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei! Das erste Bild diente mir als Testbild, um zu schauen, mit welchem Medium ich die Tweeders und die Hintergründe anlege. Später habe ich dann versucht, die Spinnen mal mit Aquarell zu kolorieren und das gefiel mir dann ein bisschen besser als mit Copic Marker. Oh, mehr Köln. Ja, dann fing ich an, die Spinnen mit bestimmten Kleidungsstücken zu zeichnen. Hier ein Tanga. Und in etwas größere Zusammenhänge zu packen. Also hier zum Beispiel das Thema Herbst. Dann habe ich angefangen, mir eine Art Panoramabild zu bauen. Und zwar sieht man hier das erste aus der Reihe zum Thema Mittelalter. Und auf der anderen Seite geht es dann weiter. Hier sitzt der König, ganz unten, auf seinem Thron, den man nicht sieht. Hier ist das Burgfräulein mit dem tapferen Ritter auf dem Maikäfer. Geht man weiter in den Wald hinaus, entdeckt man schon den Mönch. Na nun, was hat er denn da in der Hand? Und tief unter der Burg liegt der große Folterraum, dem schon viele schreckliche Dinge passiert sind. Oh ja. Ja, und ab und an wird auch mal ein Gläschen oder Fläschchen getrunken, aber nur am Wochenende und an Feiertagen. Und auch das Thema Halloween ist nicht zu kurz gekommen. Ich mag die Strumpfhose. Ja, und auch die Zombie-Apokalypse gibt es bei den Tweeders. Hier auch mit Fledermaus, die auch ein Zombie ist. Oh, sogar der Flug der Hexe ist für die Katz viel zu schnell. Ich hoffe, ich wurde ihr nicht schlecht. Oh, Mino, immer ploppen mir die Augen raus. Oh je, und auch ein Mistelzweig kann für den einen oder anderen schon zum Horror werden. Und Rudolf mit der roten Nase ist ganz klar ein Spinnenrentier und kein Hase. Oh, und der Grinch wird Weihnachten hassen auf alle Zeit. Was hat er denn da verpackt? Oh, das duftet aus dem Ofen. Brauche ich mir kein Weihnachtsgebäck zu kaufen. Weihnachtsfest für klein und groß. Sogar mit dem Fliegenhaustier auf dem Schoß. Und der Weihnachtsengel kommt dahergeblasen. Hat es nicht so mit langen Phrasen. Als hübsche Weihnachtskugeln, gut versteckt, haben sie schon manchen Spaß für sich entdeckt. Auch der Übergang zum neuen Jahr wird begangen, mit Prost, Sekko und viel Salzstangen.
Mach's dann mal gut, altes Jahr, ne? Wir sehen uns nie wieder. Und Abflug. Und das letzte Bild ist ein Porträt eines guten Freundes von mir, der ein leidenschaftlicher Sammler und begnadeter Pianist ist.